Hallo YouTube und willkommen zu einer weiteren Folge von Avurion Wahnwitzig. Ich bin jetzt hier im Livestream fast eine ganze Stunde umherzufliegen, um Fusionsgeneratoren zu finden. Aber endlich habe ich sie gefunden, hier unten, ganz weit unten. Ich habe hier oben gesucht, hier gesucht und bin dann hier runtergekommen, um Fusionsgeneratoren zu finden. Und zwar sind das die letzten Ressourcen, die ich brauche, um die Mission zu machen. Dann sind wir mal hier ganz schnell wieder auf dem Weg, wieder nach oben. Wir müssen ja hier hinspringen. Ist unser Schiff ja ziemlich gut im Thema Reichweite. Zur Hilfe hatte ich mir so ein Handelsupgrade natürlich reingepackt, ne? Damit es natürlich schneller geht und einfacher ist und... Wow, und Zwox begegnen wir auch noch unterwegs. Zwox waren wir jetzt eben auch noch unterwegs platt. Das war nicht geplant. Zack, One Hit, wa? Schiffe, die werden hier gerade so zerpflückt, wie es aussieht. Ich kann hier in aller Ruhe eben alles einsammeln. Kommen wir eh gerade nicht weg. Also von daher. Siehst du, das war schon eben ganz ruckzuck Zwox platt gemacht. Mit den Jägern hier alles kein Problem. War ja mal mehr als easy, wa? Da habe ich mal irgendwann eine Liste wieder machen, einen Shop, was ich dann wieder so wieder verkaufen kann, ne? So, Jäger, ihr dürft erstmal wieder alle zurück nach Hause. Ich denke, ich bringe hier mal einen leeren Raum und was ist? Zwox. Zwox wollte doch nur Hallo sagen, oder? Da unten ist gleich noch was. Das kann ich ja gleich noch eben einsammeln. Also der Boss, der ist ja... mal ganz schnell weg, ne? Wir haben mal ganz schnell den kurzen Prozess gemacht hier. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich habe vorhin eine ganze Stunde lang gesucht in Livestream, war auch total schon verzweifelt. Und habe dann mich entschlossen, einfach Tor für Tor durchzufliegen, bis ich halt die Fusionsgeneratoren finde. Jetzt fliegen wir halt zu unserem Freund, meines Freundes, bauen da halt das Upgrade. Und hoffen wir mal... ich hoffe, wir machen dann halt die Mission weiter. Diesmal kein Zwox da. Wollen wir mal eben so einen Boss-Zweck machen, ne? Also, der war ja mal locker easy, ne? So, Hyperraum laden. Ich hoffe, euch gefällt bis jetzt das Format, was ich hier mache, dass ich nicht unbedingt hundertprozentig alles aufzeichne, was ich hier mache, sondern auch nur das Wichtigste, wie zum Beispiel jetzt die Mission für die Bosse kommen jetzt alles nach und nach für die Artefakte. Und dann geht es langsam in die Mitte und dann habe ich das Avurion auf höchste Schwierigkeit durchgespielt.
Natürlich muss ich noch ein bisschen was tun, bevor ich natürlich gegen den Boss antrete. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen was passieren. Ein paar Zwischenfolgen werden natürlich auch entstehen. Aber so im Großen und Ganzen läuft es mittlerweile ganz gut. Seitdem ich das mit den Trägerschiffen mache, die für mich ordentlich meinen, ist das ganz okay. Wenn ich die, sagen wir mal so, wenn ich jetzt Botan fertig habe, mache ich eigentlich das Forschungsmission danach. Kann ich ja jetzt, ich habe ja auch schon ein paar Artefakte. Ich glaube, Botan-Mission kann ich immer wieder hin und her, immer wieder machen, ne? Ach, werde ich gleich meinen Livestream ausprobieren. Wie gesagt, die Livestreams sind immer unregelmäßig ein Thema Avorion, weil das meistens in der Woche passiert, wenn ich mal Zeit habe. Schaltet einfach doch mal ein bei Twitch, um zu gucken, ob ich gerade live bin oder nicht. Link dafür findet ihr natürlich immer in der Videobeschreibung. Also immer fleißig rein. Lasst dann mal auch ein Follow da oder so. Und ja, dann können wir uns da auch mal sehen. Es gibt dann auch mal andere Spiele auch zu sehen. Zum Beispiel Farming Simulator wird bald demnächst wieder losgehen und Factorio hatte ich auch mal Bock drauf, wieder ein bisschen zu spielen. Ja. Sea of Thieves kommt, glaube ich, bald auch, ja. Das wird schon interessant. Und auch vielleicht andere Spiele, die ich spontan spiele. Jetzt machen wir weiter. Hallo. Wie können wir Botan aufhalten? Meine Wache, was habe ich davon? Zack. In Ordnung, ich helfe dir, Teile zu holen. Besorg mir einfach die Teile. Hey, have your goods. Du hast leider was Energie. In welcher fehlen mir noch drei? Alter, was? Nein. Energieentwälder fehlen mir, das gibt's doch nicht. Ist doch nicht wahr, dass die mir noch fehlen. Kann ich die hier wenigstens jetzt kaufen? Energiezellen? Nein. Oh Mann, ey. Hab ich einfach mal nicht drauf geachtet, ne? Von meiner Seite. Energie. Niemals ohne. Südost. Das ist mein Tor. Ich meine, dass sie hier irgendwo waren. Ich sehe jetzt natürlich nicht mehr, wo die waren. Oh Mann, ey. Müssen doch irgendwo in der Nähe sein. Nein. Richtung Süden ist noch mein Tor. Gehen wir mal da durch. Such die jetzt mal mit mir eben mal mit. Hast du vorhin schon alles gehabt? Dann habe ich statt 5, habe ich 2 nur gekauft. Energieentwälder, ja, geht doch. Da haben wir die doch. Energieinvader da.
Wanda. Energieinvader. Da. 3. Kaufen. Jetzt wieder zurück. Jetzt haben wir alles. Gut gemacht. Bitteschön. Ich habe jetzt einen Hyperraumantrieb. Jetzt muss Hyperraumbrecher. Also, okay. Jetzt muss ich halt zurückfliegen zu dem Botan-Schmuggler, ne? Oder ist ja mittlerweile auch einer. Feind meines Feindes ist mein Freund, ja. So, wie ist das? So konfirmiert das Boot an Hyperraum vernichtet. Okay, dann setz dich mal da rein, ne? Dann werde ich danach, wenn ich die Mission fertig habe, dann nochmal versuchen, ne? Immer und immer und immer wieder. Wenn ich 3 von denen zusammen habe, kann ich ja ruckzuck das andere Artefakt forschen. Wenn das natürlich klappt, das muss ich natürlich testen. Ne? Nicht, dass mir nachher so ein Zwox oder wieder begegnet. Nicht, dass sowas wieder passiert. Und dass ich dann wieder 2 Sekunden kämpfen muss. Gefühlt. Wegen der war ja echt schnell down dann. Wenn ich so überlegt habe, beim ersten Mal, wo ich gegen den kämpft habe, dass der Kampf ein bisschen länger gedauert hat. Ja, ich komme voran, Goku. Ich mache jetzt die Botan-Mission jetzt fertig. Ich muss nur noch hin und die Quest wieder annehmen und zu Botan springen. Dann habe ich Botan. Einmal gleich springen noch. Einmal noch, dann bin ich beim Botan. Kann man ja sogar einen Botan aussuchen. Hier sind nämlich 3 Stück. So, die Sachen zu suchen, ey. Manchmal hat man da richtig Glück, dass man alles schnell findet. Manchmal hat man Pech, dass man so wie ich ewig am Suchen ist. Dasselbe ist es auch, wenn man selber Waffen bauen würde. Dann musst du ja auch deine Komponenten selber suchen. Und wenn dir eine Komponente fehlt und du suchst und du suchst und du suchst. Boah. Nee, ne? Dann ist das so schlimm. Und du bist froh, wenn du die gefunden hast und dann deine geliebte Waffe bauen kannst, die du dann haben möchtest. Ach ja. Grüße. Ja, habe ich. Gut. Gut, dann zu der Stelle muss ich jetzt hinspringen. Ach, das ist jetzt weiter weg. Jetzt 2-mal springen. Okay. Ist okay. Pass auf, der hat jetzt Fusionsgeneratoren.
So, schon mal das Schiff drehen. Und wie süß. So, noch 10 Sekunden fast. Ja, jetzt 10. Das ist immer das Lästigste mit dem Cooldown hier, ne? Bin ja in Überlegen, ob ich nach dem Avorion Projekt Wahnwitzig noch mal eine Schippe draufzulegen. In welchem Modus ich spiele, als Händler oder sonst irgendwas. Kann man ja eben noch Geld suchen, oder? Wenn man hier sowieso so lange warten muss. Kann man noch eben hier die Schätze suchen, oder? Da ist irgendwas. Bitte 4, das Event. Am Ende des großen Krieges zwischen den United Alliance UA und den Zotans stand eine grausame Schlacht. Sie endete mit der Flucht der Zotan. Im Glauben, gesiegt zu haben, blieben die UA in jenen Sektor zurück. Feierten ihren Sieg, okay? Doch wie sich herausstellte, halten die Zotan sich nur zurückgezogen, um ihr Ass, fortzuspielen. Was? Fregatte ruft mich? Das ist nicht gut. Bitte. Um ihr Ass auszuspielen. Und zu können. Okay. Sie hatten eine Möglichkeit entwickelt, einen Rift herzustellen. Und Kriegssektoren führen ließen sie in den größeren Teil der UA-Flotte ausschaltete. Der Teil der Flotte, der sich knapp außerhalb des Radius der heutigen äußeren Sektoren befand, stand nun massiven Übermacht der geflohenen geglaubten Zotan-Armeen gegenüber. Ihm blieb keine andere Wahl, als zu fliehen. Was mit dem Rest der Flotte geschehen ist, nachdem die zotanische Rift sie teilte, ob sie überlebt hatten, als sie bis heute ist bis heute ein Rätsel, okay? Öffnen. Wir setzen uns gleich mal den Hyperraumkurs, wegen ich möchte hier nicht unbedingt angefunkt werden. Wegen die nehmen mir nur das Teil weg. Regatta ruft dich, ich will aber nicht antworten. Fliegen wir mal näher ran. Warum können wir nicht springen? Was? Hyperraumtrieb. Yep. Feuer. Machen wir es mal bequem hier, ne?
Schieß mal ruhig drauf. Feuer. Zack, das war's schon, Bruder. Aber was mich jetzt interessiert, ne? Kann man die Botan-Mission nochmal machen? Vielleicht kann ich jetzt dahin fliegen, gucken, was dann da ist. Wegen das habe ich ja jetzt, das Hyperraum. Sprungreichweite plus 10, plus weniger Cooldown. Habe ich hier noch einen Slot frei? Die noch frei verwenden kann. Nee. Klingt aber echt nice. Überraum Cooldown plus 50%. Also minus 50%, ja. Kann man schon machen. Bin ja nur gespannt, ob der dann noch irgendwas will. Wahrscheinlich ist das jetzt nur Standard, Ding hier. Sehe ich ja gleich. So, dann fliegen wir nämlich gleich zu einem Ausrüstungsdock und basteln noch ein bisschen um. Okay, der ist nur hier wegen... Okay, liebe Freunde, das war's dann aber auch erstmal mit, mit dieser Folge. Schaltet doch in den nächsten rein, wenn ich nämlich ein Forschungslabor bin, um das Artefakt zu forschen für die Mitte. Das ist das nächste, was passiert. Und bis dahin sage ich euch noch einen schönen Tag. Liebe Grüße an euch, ne? Und drückt fleißig den Abo-Button, denn ein Like ist auch gern gesehen. Kommentiert doch einfach mal eure Fragen, was denn ich zum Beispiel als nächstes, wenn dieses Projekt vorbei ist, machen soll. Was ich zum Beispiel machen sollte, was ich überlegt habe. Durchspielt nur als Händler zum Beispiel, dass ich dann fast direkt von Anfang an mir nur ein Schiff baue und dann nur als Händler spielen kann und Ressourcen mir kaufen muss von jeder Station, die ich hier finde, um überhaupt zu bauen. Wegen, jetzt spiele ich ja sozusagen als große Fraktion und komme halt schnell voran. Oder irgendwie andere Variante, was ihr euch vielleicht auch so ausdenkt, wie man es spielen könnte. Wenn ich so, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Bis dann. Ciao, euer Possi.